Ja, einen wunderschönen Abend zusammen. So, ich hoffe, man hört mich. Ich glaube, ja, doch, sieht ganz gut aus. Ja, wir spielen heute wieder eine Runde SSO. Ich bin hier schon mal online. Das Weihnachtsupdate kam ja jetzt. Das heißt, das Weihnachtsdorf ist wieder da. Was ich, glaube ich, letzte Woche schon angekündigt habe, dass es jetzt kommt. Und ja, da werde ich heute die Quest machen. Das heißt, der Stream wird heute wohl nicht so lang, weil ich da nur kurz mal so die Quest da abschließe, was heute so machbar ist. Und ja, circa 20 Uhr kommt dann heute noch LS19, so wie es derzeit aussieht. Ja, die letzten Tage kam nichts, da ich krank im Bett lag und deswegen, eigentlich hatte ich auch schon vor, am Mittwoch SSO zu streamen. Hat aber leider nicht so wirklich gut geklappt, jetzt muss ich hier mal kurz schauen, parallel. Hi, erstmal in Online-Gaming. Wir spielen noch heute so eine Zeit, wo noch nicht so wirklich viel los ist. Es ist jetzt gerade mal kurz nach 17 Uhr, ja. Es sind da noch nicht so wirklich viele Leute zu Hause, beziehungsweise am PC. Deswegen mal schauen, was heute so passiert. Fertig, aber nicht. Hallo? 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 Also Leute, aufhören zu lästern. Was? Lästern? Gerade nochmal fertig geworden. Ja. Hallo Olli! Tanja, du bist hier doch da und hallo Dani. Ja. Und danke für den Anruf. Ja, du bist doch nicht rangekommen. Ah, ah.
weil ich am Telefon war. Ja, mich hat Dennis angestupst. Angestupst? Warst du im TS? Nein, ins Team. Ach so, okay. Da kann man anstupsen? Hm. Ja. Wo bist du eigentlich? Ich stehe in Moreland, also neben Moreland am Baum, am Weihnachtsbaum. Oh, da kommt gerade eine mit dem weißen Pferd. Das ist Kirsten, Mighty, Dingsterbumster oder auch Online-Gaming wahrscheinlich. Ach, da hinten. Immer, du hast nicht mal herzlich willkommen und so gesagt. Habe ich alles gesagt. Aber ohne uns. Das erste Wort war ja, was ich gehört habe, glaube ich. Richtig. Ja, richtig. Ja, da war ich nicht mal angekündigt, du. Ach ja, übrigens, wir haben hier noch Nettie, Dennis, Uli, Dani, Tanja und Olli. So, bei Facebook, wie sieht's denn bei Facebook aus? Hallo, Wladimir. Da schreibt nämlich gerade Hallöchen. Ja, wer kam jetzt dazu? Das sieht von den, ja, das dachte ich mir schon. Ja, und die geht's gut, ich weiß. Dani ist auch da. Dani, du warst schon lange nicht mehr dabei, ne? Ja, Ewigkeit, ich weiß. Ich hatte irgendwie auch keinen Bock drauf, jetzt habe ich wieder Bock. Das ist doch schön. Tanja, hast du das Bild von gesehen? Beim Start vom Stream. Ich weiß, dass du gerade auf dem Zebra-Gedöns sitzt, ja? Ja, jetzt gerade, genau. Ich meinte, da wo der Stream gestartet ist, da hatte ich das Bild von uns vom letzten Mal noch, ja? Da bist du ganz vorne dabei, mit deinem Pferd vom letzten Jahr. Mhm. Okay. Ich hoffe, man hört mich nicht schmatzen, entschuldige. Doch, total. Ich muss übrigens sündigen. Ich hatte vorhin noch eine Minute Zeit, ja, wo der Counter runtergelaufen ist und ich wusste nicht, was ich tun soll. Und hast genascht. Da habe ich doch den einen Knoppersdings, was ich heute geschickt habe. Boah, du Arsch! Du wolltest ja den aufnehmen fürs nächste Jahr. Du hast gesagt, du futterst dieses Jahr keine Schokolade mehr. Leute, ja, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist tatsächlich so. Aber der hat mich die ganze Zeit angeguckt. Ich hätte ihn dann heute schon wegräumen müssen. Aber das war der letzte. Jetzt habe ich keine Schokolade mehr im Haus. Ich war heute einkaufen, ich habe keine Schokolade, nichts gekauft. Leute, ich habe die Adresse von ihm. Auch nicht die cremige Form? Ich habe auch die Adresse von ihm. Jede cremige Form. Was meinst du damit? Nutella. Na, die habe ich. Doch, die habe ich noch da. Ist aber auch schon. Ja, wir müssen reden nachher, ja? Wir warten unbedingt. Im Teamgespräch, ja. Unbedingt, immer. Tanja, kommst du auch? Ich bin da, aber ich bin in der 4. Du bist in der 4? Ja, wir sind auch in der 4. Hinten am Stall. Ja, wollt ihr mich verkaspern? Da komme ich gerade weg. Warte, wir kommen zu dir. Tanja, was hat er gesagt, wenn wir gut sind, 20 Uhr so. 11.19 streamen? Ja, ich denke schon. Wenn ihr auch Lust habt. Nein. Ich sehe das Tanja nicht. Wo ist das Tanja? Ich sehe sie auch noch nicht. Also ich stehe jetzt hier da und so, wo das Rennen und so. Beim Rennen. Okay, warte, komm. Bei Tan. Oh. Wir kommen. Okay. So, wo ist er denn? Wo hast du da ist er. Hallo, du dickes Ding. Was, wen habe ich woher? Vom Zirkus. Vom Zirkus? Okay. Ja. Weißes Pferd und schwarze Farbe, merkst du was? Wieso weißes Pferd? Das ist braun. Kackbraun. Ja, so also kackbraun, genau. Im Zirkus her, da muss ich da mal hochgehen. Das finde ich nämlich noch schön. Gibt's seit letztes Wochenende, glaube ich. Hm? Da musst du halt die Quest davon machen, dann wird dein Pferd ein paar Mal da gedingst. Angemalt. Ja, versaubert. Ja, was machen wir eigentlich? Ich habe ja mal gesagt, wurde ja auch schon verlangt. Ich soll mal wieder ein bisschen mehr die normalen Quests machen. Das heißt, die ganz normalen gelben Quests. Ich habe ja eh noch was mir vorgenommen. Wenn ich das umsetzen will, dann muss ich mir einen neuen SSU-Account machen. Oha. Hallo. Eine. Hallo. Hi. Hallo. Weil ich will immer zwei, drei Quests machen und das halt aufnehmen und als Video hochladen. Dass man dann wirklich Videos hat, wie macht man welche Quest. Okay. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 und so weiter. Und das wird dann halt sehr lange dauern. Und mit dem Account kann ich es ja nicht mehr machen. Online Gaming schreibt übrigens, das ist mein neues Ferdi und ich finde dein neues Ferdi richtig schön. Ja, schön für das Ferdi, was? Tanja, wie findest du das von Kirsten? Oder Dani, das ist das Weiße hier. Auch den Sattel und die Decke und so weiter finde ich richtig schön. Ja. Lusier oder was ist es?
Das ist ein Pferd mit einem buschigen Schwanz. Das ist so das typische Hochzeitspferd, oder? Würde ich jetzt sagen. Ja, ja, vor der Kutsche in doppelter Ausführung und so, ne? Ja, ja, richtig, genau. Mhm. Wollen wir ein Pferdekaufvideo jetzt draus machen? Ja. Nee. Leute, nicht so gelangweilt. Nee, was? Pferdekaufvideos haben woanders an die 1000 Zuschauer, ja? Aber du könntest jetzt für die Fleischerei mal ein bisschen Werbung machen. Für was? Eine Pferdefleischerei könntest du ja mal Werbung machen. Boah. Boah. Mein Zebra-Pferd ist nichts dran. Pferdegouladen, Rotkohlklöße. Wir haben gleich keine Zuschauer mehr. Quatsch, nein. Alles ein Spaß. Alles Pferdeliebhaber, ja. Obwohl ich schon zugebe, dass ich damals mir auch einmal das gegönnt habe und ich habe mir. Da war doch hier Rewe so ein Skandal mit der Lasagne. Dass es halt Pferdelasagne war. Pferdefleisch, ja. Und dann haben sie die danach trotzdem noch angeboten, bloß vergünstigt. Da hast du solche Lasagne für 99 Cent bekommen. Aber realistisch gesehen ist Pferdefleisch ja teurer als Rindfleisch. Richtig. Ja, richtig, ja. Aber da es ja so ein Skandal war und die es sonst nicht losgeworden wären, haben sie es dann offiziell angeboten. Richtig, du kannst es kaufen. Und da hat man die wirklich für 1 Euro bekommen und da habe ich mir tatsächlich mal eine geholt, um die mal zu probieren. Ich merke jetzt nicht großartig einen Unterschied, ne? Weil du merkst ja. Das Fleisch merkst du nicht. Du merkst ja eigentlich nur die ganzen Zusatzstoffe und den Käse da drauf und was ich was alles. Aber, Anja? Das Pferd ist aus dem Mund. Ich muss dir was schicken, ja? Ich mache erstmal die Morland rennen, ja, dass ihr Bescheid wisst. Wie ich mal aussah. Ich bin mal kurz. Mach du mal Moorlandrennen. Die Moorlandrennen habe ich heute Morgen nämlich schon gemacht. Und ich mache das Winterrennen auch. Ich mache es dir Moorlandrennen und danach mache ich das Weihnachtsdorf. So, Dennis, du kannst gehen. Das habe ich auch schon gemacht. Was? Ich soll gehen? Was? Dann, du kannst reden. Achso, ich kann reden. Entschuldige, Olli. Ich habe dich unterbrochen. Ich habe dir was geschickt, aber du weißt schon. Ja, ich gucke. Beim Weihnachtsding habe ich einen Bug. Ich hoffe, ich habe es dir noch nicht geschickt, aber so sah ich damals mal aus und... Die zweite Runde nicht. Oh Mann, jetzt geht das. Schatzi, das hat doch jetzt gerade gar nichts mit dem Thema. Kannst du das nicht später? Dani? Ja? Weißt du noch, letztes Jahr den Bug, den ich hatte? Nein, nicht mehr. Wir waren da auch irgendwo und ich konnte eine Quest nicht abgeben, weil die Person nicht markiert war. Irgendwas war doch da. Wo ich eine Quest angenommen habe und ich konnte sie am Ende nicht abgeben, weil da was gefehlt hat. Wo ich das am Folgetag nochmal machen musste. Vielleicht ist es diesmal schon wieder so, dass du dir jetzt vielleicht machen kannst, was gestern zum Beispiel noch nicht ging. Ja, gut, ja. Das heißt, du kannst ja nochmal schön mit mir zusammen. Nee, ich bin jetzt gerade beim Zirkus oben. Und ich muss die Zeit nutzen, dass du da bist. Weißt du warum? Wieso? Ich könnte dann die Quest mit den Sternen machen. bei Mario. Ich suche die doch jedes Mal. Aha, okay, ja. Aber du weißt doch immer, ne? Ja, ich finde die Sterne. Ja, ich denke, ja, doch, könnte sein, dass ich die noch weiß, ja? Ich würde mir das mal ganz hart überlegen. Hart? Warte. Nein. Ich mag's nicht hart, ich hab's lieber weich. Also den Bart finde ich gut. So, und dann auch an die Zuschauer hier zu Hause, es gibt heute, also die jetzt noch da sind, die jetzt gerade da sind. Heute Abend, ja, also das Film geht um 20 Uhr ungefähr los mit LS19. Und um 22 Uhr werden wir euch eine Frage stellen. Da geht es um Currywurst oder Hack. Hackfleisch bzw. Met. Und wir möchten eure Meinung wissen. Da geht es nämlich, wenn man niesen muss. Mehr sag ich noch nicht, wenn ihr wissen wollt, um was es geht. Heute Abend, ja, aber ich bin. Kommt die Auflösung. Heute Abend kommt die Auflösung, aber ich bin Ü18, weil sonst kriegen die kleinen 12-jährigen Albträume. Ach ja, stimmt. Aber ich glaube, wir haben keine einzige Person, die. Über 18 ist im Stream. Die sitzen dann heute Abend dann alle da und dann hören sie sich das an und dann, Mama, was ist das? Um 22 Uhr. Nach 22 Uhr ist das dann Sache der Eltern. Ja, richtig. Ja, genau. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, jeder kann sich den Stream auch noch morgen Vormittag anschauen. Also eigentlich ist es völliger Quatsch. Nein, Olli, das wird rausgeschnitten. Mittlerweile geht das, ne? Mittlerweile kann man, wenn man einen Livestream hochgeladen hat, im Nachhinein noch alles schneiden. Das ging früher nicht. Man kann es ja rauspiepen. Piep. Pass auf, du piepst dann die Frage raus und das Lachen lässt du drin. Und keiner weiß, wie es geht. Ja, genau. Aber alle lachen mit. Genau.
Online-Gaming schreibt. Okay. Olli, können wir eine Gruppe zusammen machen und kann ich mit euch ein Gruppenrennen machen, also vom Zirkus? Das Zirkus-Gruppenrennen, doch das geht. Aber bei mir fehlt beim Zirkus noch irgendwas, weil ich kann beim Zirkus noch nicht das andere Rennen machen, was ihr machen könnt. Ich kann nur eins im Zirkus machen, aber da gibt es noch ein zweites, ne? Mit verschiedenen Farben von den Fernen oder so? Was war doch da? Habe ich jetzt gerade nicht verstanden, Schatz. Wenn du kannst, komm mal kurz rüber. Okay. Ich muss mal gucken, wo ich das Pferdchen finde. Ach, hast du denn Zebra geholt? Ja, aber ich finde Zebra nicht. Ja, ich habe es auch zuerst gesucht. Das ist auch total klein. Ach, da ist es. So, mein Pferd ist vom Level aufgestiegen. Jetzt muss ich noch ein Rennen machen und dann geht's ins Weihnachtsdorf. Ist da wieder die Rutsche? Das ist genau wie letztes Jahr. Mhm. Gut, dann passt es auch mit dem Bild. Das Bild, was ihr heute gesehen habt, das heißt nicht, dass ich schon im Weihnachtsdorf war. Das ist noch vom letzten Jahr. Und übrigens, wenn man die Gerüchteküche glauben darf, gibt es nächstes Jahr tatsächlich Schnee, das ist so. Und ich hoffe, es gibt einen Punkt, wo man den aufstellen kann. Ich auch. Ja, wie packe ich denn das Pferd dahin? Morgen bin ich am überlegen, ob es morgen ETS frei gibt. Weil ich muss die neue Gegend austesten. Ach, das willst du heute machen? Ja, nee, heute kommt die LS19. Selbstverständlich, Online-Gaming ist raus. Was ist raus? Fragt, ob sie in die Gruppe darf. Ach so, ja, shit. Ich hab's gelesen, aber nicht ignoriert. Ich hab's sogar vorher gelesen, aber ich hab's Mach dann du mal Rennen. Ja, super. Dann hast du doch noch mit deinen Mods dabei. Ja, genau. Richtig. Ja, eigentlich, oder? Eigentlich, Nettie, könntest du ja die Person auch in die Gruppe laden, aber dafür müsstest du halt SSU spielen. Das wird in meinem Leben nicht passieren. Geht es heute noch oder so? Oh, geht es heute noch oder so? Mhm. Das ist aber. Da wirst du ja so leicht vorlaut. Du musst mein Fast jetzt mal entfernen. Ich bin ja heute gepikst worden. Mhm. Das ist ungefähr so wie Männerschnupfen, Schatz. Echt, jetzt mach jetzt Ritsch und auch. Hab sogar einen kleinen blauen Fleck. Ich gehe hier schon mal zum Dings, ne? Ja, ich bin. Dir wurde ja heute. Genau, du hast ja Blut abgenommen bekommen, ne? Ja, Blutverlust. Hast du denn auch denn erlaubt, wenn das Blut in Ordnung ist, dass du das dann verwenden dürft? Oder war es zu wenig Blut? Wahrscheinlich zu wenig, oder? Zu wenig, ja. 3 Nakülen waren, glaube ich, doch zu. Bei was? 3 Röhrchen-Dingsbums da. Nee, das reicht voll und ganz. Oder? Ja, aber meistens machen sie aber immer so einen großen Beutel gleich voll. Und dann bist du da gefühlt tot danach. Ja, ja. Wieso gefühlt? Muss nur noch genug trinken. Das stimmt. Das ist die Definition von, wenn Männer Blut abgenommen kriegen. Achso, ja, stimmt. Gefühl tot. Ja, klar, stimmt. Da war ja was. Nein, nur so eine Frage war das. Okay, also das heißt, zweitens ist das nicht böse. So, ich bin wieder da, wo seid ihr? So, es geht los. Der Schlitten fliegt durch den Himmel. So, da seid ihr. Schlimme daran, die haben heute noch EKG gemacht. Das war ja ganz schlimm. Weil sie dachten, an Herzklapp stehen? Ins Weihnachtsdorf da. Kann das sein, dass wir dann gleich wieder irgendwie und so auseinandergerissen werden? Ja. Wie jetzt auseinandergerissen? Von der Gruppe her. Ach, warum denn das? Wir trennen uns. Ja, so. Das ist dasselbe wie, als wenn du einen Stall betrittst und wieder rausgehst. Genau. Aber können wir hier drinnen wieder in Gruppe gehen? Ja. Dann warte ich mal, bis ihr da seid. Ich mach die Rennen noch hier, Moor. Das ist... Billiglohnarbeiter, du könntest ja mich dich mit deinem LKW ruhig mal bewegen, ne? Da ist natürlich die Tanja schneller. Edge. Ja, das Weihnachtsdorf wie beim letzten Mal. Na, Online-Gaming. Ach. Ja doch, Online-Gaming. Wie sieht's aus? Aber wo bleibt der Schimmel? Aber ich find's auch gut, dass die das Weihnachtsdorf wieder reingeholt haben. Weil so ein großes Dorf bauen, ja, nur für einen einzigen Tag ist langweilig. Wer hat diese blöde Lampe da hingestellt? Die Quest muss ich unten abgeben wahrscheinlich, wa? Echt jetzt mal, Nettie, schäm dich. Kann ich auch gewesen sein, ich hab mir das nicht mehr gemerkt. Ja, genau. Geh und stell dich in der Ecke. Ah, nicht hier vorne. Stopp. In der einen steht schon Tanja. Mir egal, nimm die andere. Willkommen die brauch im Winterdorf. Auch. Echt jetzt? Dann gibt's noch 2 weitere. Nein, das ist nur in 2 Ecken Flur. Aber Lampen ist nicht weihnachtlich, ja, ihr müsst Kerzen sagen.
Das sind aber Lampen und keine Kerzen. Aber Kerzen habe ich letztens von meiner Frau gehört, das ist nicht gut, also wegen der Umwelt her. Das ist schädlicher als mit diesen Diesel-Dingsbums da. Diesel-Watt? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie werden Kerzen gemacht, aus was kommt denn der Wachs? Aus was wird denn der Wachs? Es geht gar nicht um das Wachs, es geht um die Rußpartikel, die durch das Verbrennen der Kerze oder das Anzünden der Kerze freigegeben werden. Und eine Kerze verbraucht das Dreifache von einem Auto oder, nein, nicht verbraucht. Eine Kerze stößt das Dreifache von einem Dieselfahrzeug aus. Eine Menge her. Und wenn du dir jetzt vorstellst und du hast einen vierten Advent, hast den ganzen Tag den Adventskranz mit vier Kerzen in einem geschlossenen Raum stehen und die Autos werden in der freien Umwelt gemessen. Ja, jetzt musst du aber noch bedenken, ne? So ist es, so sind das eventuell dann, wie viel hast du gesagt, eine Kerze, wie viele Autos? Oder ein Auto, oder? Nein, eine Kerze hat ungefähr den Wert von, den dreifachen Wert von einem Auto. Von den Rußpartikeln her. So, und jetzt denkt ihr vier Kerzen am vierten Advent in einem geschlossenen Raum vor. Juhu! Ja. Also da müssen wir mal aufpassen. Also jetzt denke ich gerade. Da müssen wir doch mal mit Frau Merkel reden, was die Scheiße soll. Ja, genau. Jetzt denke ich gerade. Jetzt denke ich gerade an die ganzen Leute, ja. Jetzt denke ich gerade an die ganzen Leute, die immer so ganz viele Duftkerzen zu Hause haben, die davon 200 verschiedene Sorten haben, ja. Das kann ich überhaupt nicht ab, ne? Diese Duftkerzen, egal was ich dafür welche ausprobiert habe, ist aber gefährlich. Also die Partikel, also, hast du ja gehört gerade. Ja. Wenn eure Eltern gerne an Weihnachten Kerzen aufstellen, dann musst du sagen, hey, hör mal, ihr wollt nicht, dass Diesel gefahren wird, aber Kerzen anzünden, nee, ist klar. Richtig, genau so ist das, ja. Also man soll schon drauf achten. Ja, nicht. Also gut. Stellt lieber direkt Fackeln auf und nein, da ist Plastik drumherum, das ist auch wieder blöd. Nein, Fackeln. Einfach nur LED-Kerzen. Nein, Fackeln und vorher im Benzin tauchen. Das brennt, das gibt auch Licht. Wirklich warmes Licht. Das zündet. Ja, und dann hast du ein Holzhaus oder was? Dann die Eltern werden sich bedanken. Spart aber Heizkosten. Also Kinder nicht nachmachen. Alles bitte nicht nachmachen. Böse Tanja. Piep, 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 piep. Auch keine Kerzen machen. LED ist sehr umweltschonend und... Genau, holt euch alle LED-Kerzen. Genau. Wenn ihr wissen wollt, wo der Strom herkommt, jetzt nehmt den Hamster, nehmt ein Hamsterrad. Und von gewissen großen Einkaufsläden, ja, die man so kennt, die bieten jetzt auch an, wenn ihr euch einen Weihnachtsbaum holt, hier aus dem Wald. Die holen ihn danach wieder ab und bringen ihn wieder zum Wald und wird da wieder eingepflanzt. Schatzi, du lachst, aber es ist wirklich so. Es gibt Leute, die bieten das schon an. Ja. Ja. Ich will nichts sagen, ich sag nur Mach das auch. Wenn du dir von dort einen Weihnachtsbaum holst, ja, du kannst ihn danach entweder wieder abgeben, nach Weihnachten, oder halt den Abholservice nutzen und die pflanzen den dann wieder im Wald ein. Also das heißt, wenn wir jetzt ein Wildschwein schießen lassen, den auf den Smoker tun und die Knochen dann abgeben, dann kommt ein neues Wildschwein raus. Jetzt verstehe ich den Sinn. So, ich muss erst mal kurz gucken, welche Quest habe ich denn jetzt überhaupt hier. was habe ich hier? Gehe mit dem kleinen... Ach nee, wo soll ich denn mit denn hingehen? Mit dem kleinen Helfer, Pongel heißt er, auf die Eisbahn. Okay, kann ich gleich machen. Hi Tanja. Hallo. Pongel, Single und Krangel heißen die. Pommes? Pommes? Du hast Pommes gehört? Ja, ihr versteht wieder Pommes. Das war sowas von klar. Ich habe auch Pommes gehört. Apropos, morgen gibt's Pommes bei mir. Oh? Mit Fisch. Ich weiß, die Kombination ist vielleicht nicht so optimal, ne? Ist deine Nöse da? Deine Fritteuse? Die Nöse kommt morgen. Die kommt morgen. Und die wird morgen sofort eingeweiht. Schatzi? Ja? Ich kann gleich wieder abgefahren werden und dann musst du zum Hafen Nord bringen, ne? Ja, da bin ich ja gerade. Falls ihr euch von der Firma, die gerade reden, die haben gerade Pferdetransporter und müssen die von A nach B bringen. So. Marlene, lol, schreibt zum McDonald's. Olli. Hi, Marlene. Hi, ja. Hi. Hallo. Olli? Ja? Du musst die Nöse aber einbrennen, das weißt du ja. Das kannst du ihm morgen noch erzählen. Piep.
Ja, das ist so wie beim Wasserkocher oder weiß ich was, dass du erstmal mal so einen Trockenlauf machen musst, ne? Ja, ja, das ist wegen der ganzen Chemie-Dingsbums. Richtig, das ab, ist ja auch bei einer Mikrowelle und so weiter, glaube ich, so. Ja. Selbst bei der Pfanne sollst du es erstmal machen, ne? Ja. Habt ihr mal einen neuen Backofen eingeschaltet, wie das stinkt? Boah, ja. Über eine Woche lang, kannst machen, was du willst. Ja, das ist ganz normal. Hm? Schmierstoffe. Muss ja mein Smoker auch Feuer einbrennen, ja. Und von wem hast du den? Ha? 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 Mein Hasi. Hast du? Was, vom Osterhasen? Nein, ja. Vom Hasen. Und der Hase hat dir den zu Ostern geschenkt, das stimmt aber. Ah, ja. Guck mal, schau. Tanja, warum hast du eigentlich schon alles gemacht? Weil ich nicht sicher war und überhaupt und... Mäh. Ach, warst du nicht sicher, ob ich dieses Jahr nochmal live gehe? Richtig. Oh, ja, gut, das ist dann natürlich verständlich. Mhm. Ach ja. Hat der Lampe lieb gehabt? Ja, ja. Die. Dani, hast du es auch schon alles gemacht heute, oder? Ja, bis auf das letzte mit dem Geschenkepaket-Dingsbums. Mhm. Da waren drei irgendwie unsichtbar. Und die anderen vier, also irgendwo läuft jetzt noch irgendwo ein Rentier rum. Was ich einfach nicht anklicken kann. Ich will mein Tier auch noch in ein Rentier verwandeln. Aber da unten sehe ich gerade noch einen gelben Punkt. In Rentiere verwandeln kann man sich wahrscheinlich nur wieder mit dem Anfangswert, oder? Keine Ahnung. Achte, man kann nicht. Man kann das jetzt auch ohne, also. Doch irgendwo das Pulver gekrischt. Nee, geht nicht. Oder muss ich absteigen? Du musst absteigen dafür. Ja, ich vermute mal, dass es wieder typisch nur mit dem Anfangspferd geht. Sowas so, ich dachte, das letzte Mal konnte man das. Du kannst es mit dem Pferd. Ja, ich hab's gerade gemacht. Ja. Also. Okay, klappt ja. Ich also. Auch. Piep. Tatsächlich, du kannst gleich ran, ich bin full. Ja, ich komm an dich ran. Bremsen. Echt jetzt, Tanja? Auch weiß. Ja, das war ja halt aus der einen Quest. Das Hauptding, ne? Mach dich leer. Hat. Oh. Jetzt, ja. Decken rein. Achso, die ist schon drin. Was sie? Achso, ja, ich meine ja jetzt hier, das. Ich gehe mal zu dem gelben Punkt. Je mehr du sagst über mit dem Rohr und so, umso mehr redest du. Piss dich da nicht mehr raus. Okay. Ich glaube, ich stehe immer noch da, wo man rauskommt, wenn man sich ins Weihnachtsdorf teleportiert. Ich bleib mal hier oben an der Seite stehen. Ach, gibt's auch wieder das eine schöne Rennen, sicherlich, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, klar. Das muss ich dann wieder mal machen. Oh, ich hab schon wieder so viele Quests. Wo muss ich die jetzt noch gehen? Aber nicht wieder sofort wegbringen. Ja, ich weiß. Weihnachtsevent, wa? Huch, nein, kann ich nicht. Okay. Wo bin ich überhaupt? Im Weihnachtsdorf. Ja, genau. Ach so, ja, ich muss erstmal kurz gucken. Danke. Bitte. Habe ich? Sind wir doch da. Hab ich knallhart vergessen, dass ich dort bin. Moment. Wie lange habt ihr gebraucht, um mit allen Quests durch zu sein? 10 Minuten, eine Viertelstunde. Also ich habe heute das Weihnachtsdorf erstmals gemacht heute Morgen und der Hausmeister im Shopping Center und ich habe insgesamt eine Stunde SSO gespielt. Was heute? Wow. Ja. Ich hab gehört, du konntest. Ich bin schon wieder verbuggt, ne? Oh, verdammt früh. Von 7 bis 8 habe ich das gemacht. All die, weil ich um 8 heute Morgen ein wichtiges Telefonat hatte. Ich bin schon wieder verbuggt. Ich konnte da. Weißt du, bist verbuggt? Ich bin zur Hälfte im Boden drinne. Ups. Das habe ich jedes Mal. Vollgas und springen? guck mal im Stream, was passiert, wenn ich Vollgas gebe. Oh Mann. Ich gleite immer noch, ne? Mal gucken, ob ich irgendwann wieder rausgleite. Ja, sieht toll aus, Olli. Ja, ich kann nichts machen. Schick. Egal, in welche Hinsicht ich... Muss dich abholen lassen. Ja. Will ich aber nicht. Musst du aber. Vielleicht komme ich ja irgendwann wieder raus. Mm-mm. Oh, mein Pferd steht. Haben wir alles schon getestet. Guck. Oh, Pferdchen, stell doch nicht den Kopf in Schnee. Ich wollte gerade sagen, es macht einen auf Strauß. Mhm. Bitte hol mich raus. Ach, ich komme ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht komplett weg. Ne? Ich gehe nur zum Eingang zurück. Dann ist ja alles gut. Mhm. Ich dachte jetzt, ich bin jetzt hier in Südhof oder so. Habt ihr Schnee oder wie?
Ob wir Schnee haben? Ja. Ja, natürlich. Wohl. Bei dir nicht? Nee. Leider nicht. Ich bleib jetzt hier stehen, mal gucken, ob ich das blöde Dings erwischen kann. Den Tier. Ah, die Quests sind auch irgendwie so fast identisch wie beim letzten Mal, oder? Sind ja, ja. Nicht nur so ziemlich, sondern... Sind die gleichen. Sind okay. Definitiv die gleichen, ja. Da hatten sie sich ruhig ein bisschen was... Dass dieses Männchen gar nicht verboten worden ist. Habt ihr euch schon mal hier... Wie heißt der Typ? Ich weiß jetzt nicht, wie der Typ heißt, hat aber sicherlich einen Namen. Mit dem Hütchen hier. Der neben der Rutsche. Der hat ein Hütchen, wie hieß denn das Musikprogramm damals? Da gibt's ein Musikprogramm. Winamp ist es nicht? Oh, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Das ist aber eindeutig das Hütchen davon, das ist das Icon. So. So, dann mach ich mal weiter. Also quasi da, wo das Rennen aufhört, oder was, wo du ins Ziel gehst. Meinst du diesen VLC-Player? Ja, VLC, genau das meine ich. Das ist es. Der orange-weiße. Den sag ich doch gleich. Ja. Na, wusste ich nicht, wie das heißt. Ich muss auch gerade eine Weile überlegen. Und ich habe den Stream nicht an. Und du weißt überhaupt nicht, um was es geht. Richtig. Und Tanja ist jetzt wieder weg. Wo ist das, Tanja? Tanja hat ich trab sie hier hin und her. Tanja hat gerade das Bild ins Gehirn projiziert, weißt du? Mitten auf dem Dorfplatz. Ach so, deswegen. Alles klar. Hey, hopp. Okay. Was habe ich? Gut. Ich habe das Bild von dem Hütchen ins Gesicht, ins Gehirn projiziert, deswegen wusste ich das. Siehste. Ich hab's hier gefunden. Nee, das ist ja nett. Habt ihr schon gesehen, was Loots.com gemacht hat? Ja, nein. Wenn ein Loot kommt, ja. Da ist ja rechts unten das Klarsichtfolien-Logo, ne? Ja. Und auf dem Klarsichtfolien-Logo haben die ein Weihnachtsmützchen draufgepackt. Cool. Total okay. Weihnachtsbisschen-Style und so. Oh, ja. Wo bist du? Ja. Ich stand eben neben dir. Echt jetzt? Voll echt. Ich stand voll neben dir. Ja, manchmal stehe ich auch neben mir. Aber eben stand ich definitiv neben dir. Weißt du was, das ist sogar schön, ja, ne? Wenn, klar, man neben einem, so wenn man sich neben sich steht, das ist schön. Genau. Das ist ja schön. Also ich weiß nicht, wo du bist, aber ist okay. Du bist unsichtbar. Die Geschenke, die herumliegen, ich wusste, dass es passiert. Eindeutig wie beim letzten Mal. Dann hau meine Geschenke hier ab. Scheißvieh, komm her. Also ich stehe jetzt hier beim Baum, ne? Bleib stehen. Ich stehe neben dir. Ich sehe dich nicht. Ich stehe bleib neben stehen. Dir. Wo ist meine Maus? Ich sehe meine Maus nicht. Da ist meine Maus. Habt ihr auch das typische Mausproblem, dass ihr eure Maus nicht findet? Ja, weil es weiß es. Deswegen halte ich die Maus immer auf dem Mensch. Also ich kann dich nicht sehen, liebes Tanja. Ja. Wir sehen uns sicherlich gleich alle wieder. Das macht das Pferd doch mit Absicht, dass es kurzzeitig stehen bleibt, dass das scheiß Angriff weglaufen kann. Jetzt läuft's weg. Ja, jetzt laufe ich weg. So, Das Pferd hat ein Herz auf dem Kopf. Eins noch. Tiersucht die Hai, bekomme immer noch keine Benachrichtigung, hab den Stream durch Zufall gesehen. Ich weiß nicht, warum du keine Benachrichtigung bekommst. Du hast die Glocke aktiviert, du hast den Kanal neu abonniert, du hast... Ja, das ist bei mir auch schon passiert, Olli. Das ist ganz normal, das liegt an YouTube selber. Beziehungsweise nimmt man die YouTube-App. Nämlich sehr oft fehlerhaft. Ja. So. Neu installieren hilft da meistens ganz gut. Ja, nicht immer. Das Thema hat man nämlich gestern mit neu installieren. Bei einer anderen App. Du Schatz, ich komme auf den letzten Rutschke. Gut, dann rutsch mal rüber. Ich konnte das Rennen noch gar nicht machen. Das Rennen startet oben. Ich habe noch zwei Quests. Ja, Dani, geh ruhig durch mich. Ich kann dich nicht sehen. Entschuldige. So, eine Quest ist um. Du bist wirklich genau durch mich durchgegangen gerade. Ja, ich kann dich nicht sehen. Okay. Vor mir steht keiner.
Auch ich! Außer die Aurora, oder wie sie heißt, läuft jetzt gerade an mir vorbei. Die hat nämlich auch geführt. Siehst du die Odette, die hinter mir steht? Ja, nee, die steht vor mir mit dem Pferdchen. Hast du gerade Kotelett gesagt? Ich hab jetzt schon wieder Hunger. Nein, Odette! Ach so. Nee, ich hab nämlich vorhin eine Kleinigkeit gegessen, aber... Ich muss immer noch ein Essen nachholen, habe ich das Gefühl. Also dieses Schwabschi hat gut geschmeckt, ne? Also das war gut. Ja. Ja, du bist übrigens gerade wieder durch mich durchgeritten. Ja, ach ja, ich fühl dich wohl in mir, halt. Wa? Ja, ja. Ach ja, nett, ihr wolltet vorhin, dass wir das Thema nochmal anschneiden. Welches Thema? Das Thema ist Schwabschi. Schwabschi. Currywurst. So, jetzt ist gut. Ach shit, da unten ist es. Leute, wer alles der Meinung ist, dass der Olli das nicht richtig aussprechen kann, das Chewabchichi, der möge sich mal bitte im Chat melden, danke. Das heißt eindeutig Chewabchichi. Daniel, kannst du mich nochmal annehmen, bitte? Wieso sagst Olli richtig? Ich find's richtig geil, ne, dass man jedes Mal sieht, dass das Spiel nix für Leute aus... Oh, ich hab das Weihnachtsdorf verlassen. Dass das Spiel nix für Leute ist aus Facebook. Ja. Weil wir haben null Zuschauer bei Facebook. Okay. Tanja, kannst du mir nochmal annehmen? Hab ich doch! Ich krieg nix! Mama! Und warum ist Olli jetzt raus? Weil Olli rausgeflogen ist. Ich bin nicht rausgeflogen. Ich dachte, ich kann da das die Quest annehmen, aber das war die falsche Quest. Du bist rausgeflogen. Ich bin nicht rausgeflogen, ich bin rausgegangen. Ja, oder so. Wahrscheinlich muss ich auch raus, weil ich sehe, dass Tanja immer noch nicht. So, ich bring's weg, Hasi, ja? Ja, bitte. Tanja! Wir müssen jetzt eigentlich das ist scheiße. So, ich mach da mal das Rennen. Das ist mistig. Also oh, Tanja ist da. Übrigen, ja, ich hab mich gemeldet, weil, Nettie hat gesagt, der soll sich im Chat melden. Da, meld geschrieben. Meld. Und Tanja, was sagst du? Wie wird's richtig ausgeschrieben? Sewapchichi. Sewapchichi. Ja, aber das klingt auch gut, wie Olli das sagt. Ja. Ich bin so wie Olli, das sagt, klingt das pervers. Es hat eine Ewigkeit gedauert, bis ich das drauf hatte, Schwabschichi. Fragen wir doch mal was ganz anderes. Wenn jemand satt ist, dann sagt er, ich bin satt. Wenn jemand keinen Durst mehr hat, weil er genug getrunken hat, wie nennt man das? Wer weiß es? Durstlos. Nein. Satt. Nein. Aufgefüllt. Nein. Voll. Tankvoll. Nein. Tankvoll. Das nennt man dann Sitt. Das ist kein Spaß. Bitte was? Tatsache. Ja. Das ist ein Witz. Was Sitt? Nein, das nennt man Sitt. Also der aus Ice Age hier. Nicht Sitt. Nicht Sitt. Okay. Das ist Sitt. Drei Fragen gemacht. Aber ich hab das Rennen immer noch drauf, ne? Von. Vom Weihnachtsdorf. Man kann es zweimal machen. Na, theoretisch kann man das sogar unbegrenzt machen, ne? Ja, wenn du, ja. Als Gruppe und so. Ja. Dann schon. Dani hat sich eingeloggt. Ja. Ich kann das Tanja nicht sehen. Da geht ja mal gar nicht. Ja, noch zwei. Oh, ich hab mal direkt mit, ne? Nee, Schatzi, du kriegst keine M&M's. Nichts gut für Hundi. Und was ist mit mir? Und ich? Das muss ich mir noch überlegen, aber Tanja kriegt was. Also, die Lachgummis von gestern, die sind schon alle. Die hab ich schon platt. Meine noch? Ah, es geht hier wieder um Süßigkeiten. So. Aber nicht um schadet ja nix. So. Ich soll zum Weihnachtsmann zurückkehren, okay, da vorne ist er. Olli, ich hab Premiere. Weißt du, was ich gestern getan hab? Uhu! Feld 12 geerntet, aber nicht abgegeben. Nein. Ja, irgendwie schon. Ja, das auch. Aber ja. Das hat ja einen anderen Grund, das weißt du. Nein, ich habe mir eine App runtergeladen. Mit dem blauen Hintergrund und dem weißen verschnörkelten W. Und meine erste Bestellung ist schon raus. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, wenn ihr alle davon schwärmt und so. Oh, 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 oh. Hast du auch einiges gefunden dort, ja? Ja, ich hab irgendwie 4 Artikel bestellt und hab jetzt aber in meiner Favoritenliste, die ich mir angelegt habe, irgendwie sowas bei 280. Gut. Als vorgemerkt.
Okay. Okay, ich würde sagen, du findest das gut. Schatzi, du nimmst den Mähdrescher, ich nehme den an, Ja. Aber die Traktor. Jo. So, ich bin wieder beim Baum. Ich räume dann mal den Hof auf hier, ne? Der Baum ist tot. Ich bin auch schon wieder unten und ich sehe jetzt aber keinen Danny. Doch, ich sehe das, Tanja. Rennt an mir vorbei. Jetzt haben wir es andersrum. Habe ich die Quest schon fertig? Da bist du. Ja. Ja, so eine Maschine, wa? Dingsbums da. Ah, ich muss hier gerade die 5 versteckten Weihnachtsmännchen dafür. Oh, ich finde da irgendwie eins. Du musst das ankoppeln, Schatz. Hinten. Ja, ja, ich. Ach, nicht vorwärts fahren. So, wir müssen, glaube ich, irgendwie das Olli suchen, ne? Jetzt kannst du rückwärts. Ah, bekomme ich eine Gruppenanfrage? Wenn noch Platz ist. Wenn du mir mal sagst, wo du stehst. Ach so, kannst du das nicht über einen Club oder so? Nein, geht nicht. Wir sind nicht in Minecraft. Genau. Warum hier ist noch drin? Oliver, bist. Moment, ich schreibe im Chat, ja? Ja, das ist. Oh, das bringt nichts. Oh, Schatz, ich bin angebumst. Ich koppel's jetzt an. Ach so, ja. Anfrage, oh, ja, das geht. Auf 14. Du solltest das genau andersrum machen. Warum? Soll ich hinten? Geht es darüber auch schon? Ups. Ja, du musst das wissen, wo schreibst du im Chat? Nicht weit genug ist. Na, ich habe einen Freundeschat geschrieben. Ja, okay. Das bringt. Fällt 14, ja. Du schreibst im Clubchat, dann hättest du das mehr gebracht, du Mäuschen. Oh. Ist das nicht egal, welcher Chat? Hauptsache Chat? Nee. Warte. Hast du was bekommen? Ja, danke. Bitte. Gehört Chat? Was hast du? Danke, bitte. Weiß. Wo ist denn Online-Gaming hin? Und Tiersuchti, wo bist du denn? Möchtest du nicht auch online kommen? Also Online-Gaming war von Anfang an nicht im Weihnachtsdorf. Hm. Was? Was macht der? Weißt du, wo jetzt das Olli ist? Ich suche die letzte Weihnachtsmütze, aber ich habe keinen Plan, wo die sein soll. Ich glaube, eine fehlt mir noch. Hier vorne ist was. War das nur nicht? Wir bauten hier Straßenlaternen. Also hat mich auch schon gewundert. Ne? So eine Schweinerei, weißt du? Und wie sind eigentlich. Zu weit musst du nicht gehen, du musst noch ein bisschen in den Wald hinein. Anja, wie also findest du den Laden? Kann ich da erst zwischen Weihnachten und Neujahr sagen. Heute ist übrigens auch ein Pulli gekommen. Ich finde den Olli nett. Ich auch nicht, aber wir werden uns schon wieder finden. Doch, da hinten sehe ich einen Punkt, aber das könnte Tanja sein. Das ist hier von. Tanja, ich muss dir noch was erzählen, ja? Aber das müssen wir nach 22 Uhr machen. Okay. Ups. Ist egal, ich bleib bei Tanja. Ja, ich komme gleich wieder, sofern ich den Ei. Ich jungfrau also, gleich. Ich nehme an, du erscheinst gleich wieder, ne? Ah, ich habe eine Mütze gefunden. Ja, Olli hat eine andere Mütze. Und ich habe alle Dinger gefunden. Das wussten wir schon immer. Ja. So, Hasi. Ich gehe mal kurz mit die Wauwis. Ja. Dann. Nimmst du meinen mit? Ja, mache ich. Oh, kannst du meinen auch mitnehmen? Nein, meine war vorhin schon. Meine auch. Dreimal ist bereits was passiert? Steig aus, wenn du raus. Ja. Ja. Dani, du hast auch ein Mädel, wa? Na. Nein, Rüde, der Tim. Ja, der Tim. Der Tim. Ja, gut, Tim. Ja, aber der mag alles. Okay. Oh. Ah, ich habe ihn gefunden. Reden wir jetzt von Essen oder reden wir jetzt von anderen Tieren? Was? Oder sowohl als auch. Nee, ich habe das Olli gefunden. Nein, weil du gerade sagtest, und der mag alles. Der mag alles, ja, definitiv, ja. Alles in Form von Tiere oder alles in Form von Fressen? Na oder beides? Ja. Sowohl als auch. Okay, also beides. So, ihr Lieben, ich bin mal kurz auf K. Gleich wieder okay. Da. So, und ich muss das vom gefrorenen Wasserfall. Ja. Zum gefrorenen Wasserfall. Genau, da ist nämlich jemand zu doof gewesen und es kam mit dem Schlitten nicht klar. Ach, der, ja, genau.
Und mein Mann spinnt gerade hinter mir mit dem Hund. Ich hoffe, ich reite richtig. Ja, ja, sieht gut aus. Halt dich noch ein bisschen mehr rechts. Siehst du mich? Ja. Du läufst an mir vorbei, aber ist okay. Ich sehe dich nicht. Doch, da, da, hinter mir ist jemand. Was heißt hier hinter dir? Ich bin vor dir, aber das ist okay. Bei mir bist du hinter mir. Ja. Geradeaus. Geradeaus. Jetzt bist du vor mir. Besser gesagt, neben mir. Haha, der ist hier abgestürzt. Was dachtest du denn? Wie letztes Jahr schon. Ja, natürlich. Schon total dumm, wenn der Fehler zweimal passiert, oder? Ja. Definitiv. Hab nichts zu tun in der SSO, ich komm zu euch. Hab eine. Was? Hab ein Connes. Okay. Ein Connemara, hieß es so? Hm? Connemara. Chikapron. Tschüss, Tanja. Nö. Tanja hat sich ausgelockt. Nö. Doch? Ja, das ist der typische Fehler von Server 4. Den Tanja nie hat, sagt sie. Ja, einmal im Jahr. Mhm. Immer an Weihnachten, ne? Mhm. Genau. Mhm. Verdammt, jetzt darf es mir vor Silvester nicht nochmal. Piep. Das Ding ist, Dani sagt Tschüss, ja, und bei mir war noch gar nichts, aber dann. Und wir haben wieder doppelte Star-Coins, Wochenende. Ja, aber klar, kommt nur ein Pferd, ne? Aber pro Wochen, Star-Coins, wie viel habe ich eigentlich? 2132 Star-Coins noch. 2800, yay! Ja gut, ich habe jetzt auch gerade ein Pferd gekauft, hallo? Ja, ich auch. Ich habe das Feuerpferd zuletzt gekauft. So, ich glaube, ich muss zum Weihnachtsmann zurück. Kommt das Zebra. Tanja hat sich eingeloggt. Ja. Ist dabei. Mhm. Och nö, ich stehe in Mörlchen. Ja, natürlich stehst du in Mörle. Olli. Mörli. Dein Pferd besoffen? Wieso? Wankt etwas? Nein, ich laufe ja auch übers Eis, ne? Ja, aber auch ich kann gerne. Oh, was ist denn hier Schönes? Mützen! Versteckt da also, wirklich Wichtel abgeschlossen. Maus? Wo ist meine Maus? Ja. Uhu. Oh, hier sind überall Mützen. Bei dir auch, ja? Ja. Das nutze ich doch sofort mal aus. Was haben wir davon? Ne, ich hatte vorhin schon Mützen, aber ich habe die da nicht aufgenommen. Ja. Ja, da müssen doch noch mehr sein. Da ist noch eine Mütze. Mutz. Jui. Noch mehr? Echt? Habe ich nie drauf gekommen. Da liegt noch eine. Okay. Renne euch gerade hinterher wie ein Hund. Oh, sorry. Na dann. Wow. Also normalerweise rennt ein Hund nicht hinterher, sondern nebenher, ne? Also musst du dich noch ein bisschen beeilen. Alte Hunde rennen doch schon mal ganz gerne hinterher. Ja gut, alte, aber ich glaube, es ist noch ein junger Hund. Da ist Dani. Dani, schickst du mich mal? Schickst du mich? Ja, ich schick dich. Kinder weg. Ich kann zu fassen krieg jetzt. Merci! Bitte! Ich muss noch Mützen suchen. Okay. Hast du also alle Mützen gefunden? Meine Wenigkeit? Heute Morgen alle 5 gefunden. Alle 5? Okay. Ja. Bei meiner gibt einer hätte noch welche. Okay. Dann sagt mir, es gibt noch. Pro Mütze, die du abgibst, kommt dir die Meldung hier Aufgabe erfüllt, ne? Ja, das ist klar. Aber es gibt ja 5 Mützen, glaub ich, zusätzlich noch. Zu denen, den du sonst suchst. Wow. Ja, dann reite ich mal einfach quer durch den Wald. Kein Thema nicht. Benutze Lebkuchen. Oh, hab ich einen Lebkuchen? Ja, hast du im Inventar. Oh, ein Herzlebkuchen. Ja. Ich muss dafür absteigen.
Ja. Wie unlogisch. Ja. Da, 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 Mütze, 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 Mütze! Nee, das ist der Zwerg. Alles klar. Was denn? Ah, nix. Tanja, lass du mich geradeaus. An. Piep, 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 piep. Darum alles nix. Klar, piep, piep, piep. Genau. Aha. Bin ich jetzt nutzlos? Nein, piep, piep zum Thema, ist nee. Noch keine 22 Uhr. Ich meine, bin ich jetzt mutzlos, mützenlos? Nicht nutzlos, mutzlos. Ich bin mutzlos. Ich bin so mutzlos. Ich bin so mutzlos. Der Hund ist gerade nicht da, ne? Was? Der Hund ist doch gerade nicht da, ne? Ich bin ja mal ganz kurz. Kannst du was futtern? Nö. Ohne, dass es dir weggeguckt wird. Richtig. Nö. Ganz ehrlich, das Hundesofa ist saubequem. Ja, dann okay. Ich bin keine Mutz mehr. Ich bin jetzt wirklich mutzlos. Ja, ich bin auch komplett mutzlos. Ich hab nichts hier rumfliegen. Ich hab nichts mehr an Mutzen. Oh, okay. Jetzt bin ich echt nutzlos. Ach. Mini Nase. Meine Mutzen. Wo sind meine Mutzen? Wer schläft denn da so herrlich wie ich? Meine Mutzen. Wo sind meine Mutzen? Oh, shit. Hey, Olli, kommst du heute überhaupt zu Wort? Ich mache hier gerade meine ganz schwierige Aufgabe und so. So. Bist du immer noch mützig? Na, ich hab hier gerade was anderes. Ah. Das Geheimversteck habe ich gerade angenommen, okay. Ja, viel Spaß. Ich habe mich, glaube ich, verfranst hier. Festgehangen. Ja, ich hab mich auch vermutzt. Ah ne, jetzt komme ich wieder raus. Gesundheit und Aua. Currywurst. Ja. Das wollte ich eigentlich auch gerade sagen, aber ich habe mich nicht getraut. Ja, genau, Curry. Ja, genau, da war ja was. Ah, ja, und danke und so. Ach, Tanja. So. Ja. Oh, nein. Danke. Bitte. Olli, hast du's? Ja, fertig. Nee. Jetzt muss das komische Vieh hinterher rennen. Ja, viel Spaß. Oha. Na, den Lauf. Hopp, hopp, hopp. Jetzt schon im Galopp. Richtig. Oder Olli im Galopp. Oh, ich hab'n. Los? Oh, ich hab'n. Ja, der war schön. So, ist das auch erledigt? Das war das. Ja, fertig mit dem Weihnachtsdorf, würde ich sagen, wa? Okay, keine Ahnung, hast du nichts Gelbes und Grünes mehr? Ja, ich hab noch was Grünes, sehe ich gerade. Ich gebe das dann kurz ab. Aber ich glaube, im letzten Jahr war es das dann. Du kannst ja auch beigehen und einfach mal auf dein Buch klicken und dann über verfügbar und laufend gucken, ob du da noch irgendwo was hast. Ja, ich gebe jetzt erstmal kurz einmal die Grüne ab, die ich jetzt. Welches Buch? Ja, das Buch. Welches dein, Buch? Dein Aufgabenbuch. Dein Aufgabenbuch, genau. Sammlungbuch? Nee, nein, rechts auf über deinem Pferdchen. Ah, Auftragslog. Ja. Für mich kein Buch. Für mich ist das ein Buch. So. Verfügung, frohe Weihnachten, der Hausmeister. Nein. Ah, ich guck mir mal die Sachen im Shop an, die habe ich nämlich noch nicht gesehen. Ah, dann weiß ich, wo du bist. Hm? So, abgeschlossen. Wer redst du? Gemei. Ich habe keine Quest mehr. AGW. Auch kein hier Hausmeister in Shopping? Ja gut, das habe ich jetzt noch nicht geguckt. Moment. So, Berge der Goldenen Schatten, das hier ist anderes. Was haben wir hier noch? Silverglade Observatorium, da habe ich bei Mario was. Ein Treffen mit Frau X. X auf! Und frohe Weihnachten hier und frohe Weihnachten da. Das ist im Shopping Center. Gut, okay. Dann ist tatsächlich im Shopping Center noch was. Mhm. Hatten wir letztes Jahr auch Shopping Center? Ja.
Dann habe ich das letztes Jahr nicht gemacht, oder? Die tanzt da schon wieder am Back. So, ich gehe jetzt hier hoch, ne? Ja, viel Spaß. Ja, das geht eigentlich ganz leicht. Ich Man weiß. Muss nur im Schritt bleiben. Ja. Genau. Das habe ich nämlich, glaube ich, letztes Jahr haben wir es auch irgendwann mal rausgefunden, ne? Aber das hier im Schritt bleiben, weil es ja so ein weiter Weg ist, das ist genauso wie, ja, wie soll ich sagen, rückwärts laufen. Bei mir sitzt der Weg auch, du bist auch nicht schneller, wenn du mit dem echten Pferd unterwegs bist, hallo? Da bin ich ja sogar zu Fuß schneller. Oh, Dani ist hinter mir. Ja. Ja, und wenn ich gerade nicht rumgekaspert hätte, hätte ich euch jetzt auch eingeholt. Jetzt laufe ich aber auf der Holzdingens da. Ja! Genau am Ziel rutschst du runter. Ja, eben, ich auch gerade. Oben. Auch. Habt ihr das schon gehört? Gerade mein Coffee. Sonja, hast du das schon gehört, dass die Krampf-Karrenbauer die neue CDU-Vorsitzende ist, dass der Merz nicht gewonnen hat? Nee. Ja. Ich düse jetzt mal ab zum Weihnachten. Zum Shopping-Center. Von Frau Merkel ist tatsächlich wieder eine Frau. Finde ich aber gut, der Merz ist scheiße. Entschuldigung, ist aber wahr. Ja, Sache. Wie lange streamst du noch? Mal gucken. Also Shopping Center kommt jetzt auf jeden Fall noch. Und dann ist Schluss. Shopping Center dauert circa 2 Stunden. Ja. Hallo. Nein, Shopping Center dauert circa 10 Minuten. Wo ist denn das Olli jetzt schon wieder? Shopping Center. Hier ist meins. Ah, ich sehe ihn. Ich habe ihn vor mir. Ja, klar. Shopping Center. Aha. Servus. Wieso rennst du denn jetzt zum Schmied? Ja, das fragst du mich? Nein, das frag ich Olli. Ja, das frag ich ihn auch. Verrennt er zum Schmied? Ach ja, Shopping Center, Fort Winter. Alles klar, Olli, hier lang. Und Servus. Baby Schatze. Danke. Ich hab übrigens gerade so blöd angeguckt, Tanja. Ja. Vom Hund, der ist wieder da und ich sitze in ihrem Körbchen. Okay. Bei Riesenhundekorb und so. Okay. Und ich sitze drin und die so, what the fuck? Hey, was hat sie denn jetzt? Also, Stream schätze ich mal bis circa 19 Uhr Maximum. Ja. Oh, ich bin gleich wieder normales Kleber. Weil ich werde jetzt gleich noch, nach dem Shopping Center werde ich noch mal gucken, dass ich da von meinen normalen Quests vielleicht irgendwas geschafft bekomme. Anja, gleich macht's Blums. Ja, genau. Wieso? Ich bin jetzt normales Pferd. Dann wirst du Ach das so. Auch gleich sein. Ja, ich hab noch irgendwie ich wieder. Du kannst dann ernten. Ja, so viel länger bist du nicht. Du wirst es dann auch gleich flipsen. Ich hatte gerade eine Konzentrationskrise. Alles gut. Nein, alles ich gut, bin gut. nicht lang. Ich weiß, dass ich kurz bin. Ja, ich weiß. So. Muss man eigentlich absteigen oder kann man auch so drauf tippen? Absteigen. Also, du steigst automatisch ab. Muss kurz essen, danach renne ich euch vermutlich wieder hinterher. Ja, okay, Tier, sucht die. Guten Hunger! Guten Hunger! Guten Hunger! Ja, kommt aber nix, Bus. Du musst auch nur aufs Schild klicken und bist dann schon da. Richtig! Du brauchst die Karte gar nicht mehr. Haben wir jetzt eigentlich die Lösung wegen Shibatashi? Nein, noch nicht. Wir sind noch dran. Olli, kannst du mir das Wort mal aufschreiben, wie du es aussprichst? Ja, du kennst doch die ganz normalen Zebra-Rollen, ne? Also Z-E-W-A, ne? Das ist schon falsch. Und dann kommt einfach nur Pissi dahinter. P-I-S-S-I. Pissi? Was? So, ich hab die Quest ja angenommen, bin fertig. Ja, so siehst du aus, du rennst hier nur im Kreis. Aber ist okay. Ja, ich hab mir wieder nicht durchgelesen, was ich machen soll im Moment. Aber Schibatschi kommt ja nicht aus Griechenland. Achso, ich soll die Weihnachtsdeko aus dem dritten Stock. Das habe ich doch letztes Jahr gemacht. Ja, geht jedes Jahr los?
Dann gib mir das Gleiche. Guten Hunger, Tanja. Guten Hunger, Tanja. Wo das denn? Danke. Irgendwas kaufst du da? Ah, Marlene schreibt gerade, hallo, ich bin unter anderem Nüsse. In Weihnachtsstimmung. Ach, wieso Weihnachtsstimmung? Weihnachtsstimmung ist doch... Nüffe? Müffe? Für Müffe? Müffe? Nüffe? Genau, Müffe. Nüffe? Wenn ihr eure Schriften ausgräbt, sagst du mir Bescheid? Wenn ich was ausgrabe? Schriften. Kartoffeln. Achso. Schriften. Lieber Olli? Ja? Wann willst denn du L19 machen? Das habe ich heute schon 3-4 Mal gesagt. Genau, 19 Uhr. Das ist ja gleich, Nee, nicht 19 Uhr, 20 Uhr. Ich was denn, 19 oder 20? 20. 19 Uhr 20, was? Okay, 19 Uhr 20. Nein, um 8. Um 8, weil ich wäre vorher nochmal zu meinem eben gradigen Frühstück, Mittag und so, will ich ja noch mal kurz Abendbrot essen. Warum laufe ich jetzt eigentlich hier im Kreis? Ja, das frage ich mich auch schon. Ich laufe dir nochmal hinterher. Ich will du sollst eine Diät machen. Ich denke, du sollst Diät machen. Ja, Olli, du kannst auch umdrehen und noch aus dem zurücklaufen. Olli, du kannst deine Salzstangen essen. Genau. Zum Abendbrot. Ja. Ja, klar. Ja, genau. Das ist gut. Ein bisschen Magen schon. Genau. Du gehst ja wieder voll ins Volle. Gar nicht wahr. Ich habe heute so gut wie lange gar nichts gegessen, ja? Ich habe heute ganz wenig Nudeln gegessen. Eine kleine Packung. Hättest du dir mal eine Hühnerbrühe gemacht? Hab ich zu Hause tatsächlich, ne? Siehste? Als ob du wüsstest, wie das geht. Das wäre ja auch schön magenfreundlich, weißt du? Hab ich sogar alles zu Hause. Da sind ein Haufen Antibiotikum drin. Antibiotikum? Ja. Ja, wo ist er, Knutschi? Da. So, jetzt wird's lustig, wa? Mit dem Dekorieren. Aufhören. Quasi, ich fahr gleich mein Rohr aus, ja? Piep, 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 piep. Warum seid ihr jetzt so? Ja, warum seid ihr jetzt so? Wer war das, der gesagt hat, man sollte diese Wörter nicht verwenden? Zurzeit. Ach, das brauchen wir. Wer war das jetzt bloß? Ja, ich nicht. Ich auch nicht, nein. Weil wir dich gern haben. Wir lieben dich. Ja. Du. Ja. Vielleicht, eventuell. Könnte sein. Ich hoffe, dass das der Steffen bald mal wieder kommt, wa? Ich wollte es gerade aussprechen. Ich habe gerade nur eine Nuss noch im Mund gehabt. Sagen und Steffen, falls du jetzt gerade in den Stream hier siehst, ne? Wir vermissen dich alle schrecklich und werden langsam ein bisschen eifersüchtig, weil so geht das ja mal nicht. Aber du bist er ist sicherlich pünktlich zu LS19 da. Also, weißt du Bescheid, Steffen? Also, ich weiß ja nicht, ob Laura und so... Laura? Lena? Lara? Lena, denk ich mal nicht. Die heißt Laura, glaube ich. Ja. Laura. Ne? Die darf auch gerne mitspielen. Ja, genau. Darf auch gerne live mitkommen. Aber ich habe deine Gedanken gelesen, Tanja. Die Zwerge habe ich gar nicht aufgestellt. Ja. Es ist, liegt das jetzt an Geiselbach? Nettie kann das aus FF. Andi kann es mittlerweile ansatzweise, also euer Schienenhamster. Ja. Jetzt fängt auch noch an. Also, ich weiß nicht. Und Lara auch schon mal. Aber irgendwie. Nee, der Ort wird Punkt, unheimlich. Nicht der Ort, der unheimlich wird, passt eher zu uns. Der Punkt. Ja, genau. Also. Hi. Oder wo bist du hin? Oder das ist doch der Ort. Ich muss meine Aufgaben hier erledigen, ne? Ja, ich weiß. Ich gehe zu uns. Wir sind Seelenverwandt. Versand habe ich gesagt. Das sagst du jetzt bloß so. Das hast du sicherlich wir vergessen. Wir versenden also Seelen. Nein, ist Tatsache. Aber mit Rückantwort, ne? Und per AliExpress. Ja, genau. Und Unterschrift. Und Stempel. Und DHL kannst du bei uns aber vergessen, ne? Ja. Nicht nur bei uns. Übrigens, Finn, sein Lenkrad ist immer noch unverändert und so. Unterwegs. Ja, ja. Seit dem 29. an ein und derselben Packstation. Ich hab Finn meinte schon, Finn meinte heute Mittag so, können wir da nicht mal anrufen? Ich dachte, klar. Ich hatte ja in den USA ja was bestellt. So, und da hatten sie gedacht, sie schicken sie mir zu. Ist innerhalb von fünf Tagen da. Deswegen habe ich ja Versand, glaube ich, knapp 22 € bezahlt. Und
Und ja, ich warte. Wochen vergingen. Ich glaube, 4,5 Wochen. Bis ich mal gesagt habe, wo ist denn mein Paket? So, die Post, DHL sagt zu mir, ich soll beim Zoll anrufen. Beim Zoll angerufen und das Paket liegt dann noch am Zoll. Dann habe ich den Hersteller angerufen, da wo ich es bestellt habe. Ja, und innerhalb vom nächsten Tag kam das dann. Musst du die vielleicht doch ein bisschen von wegen. Innerhalb von 5 Tagen. Hm. Ja, das ist halt nicht so, wie man sich das wünscht öfters. Ja, aber es steht da drauf, es wird angeboten. Ja, natürlich. Wenn es angeboten wird, nimmt man es dann in Anspruch. So, ich bin wieder unten. BB. BB. Ja, danke. PC. AMD. Nein. INTEL. MFG. Ach so. Oh, jetzt kommen schon wieder so viele neue Quests. Ich dachte, ich bin fertig. Nein. Nein. Außen mal noch was, ne? Also lass mich raten, du hast jetzt das Paket von ganz oben nach ganz unten gebracht und du hast unten die ganzen Geschäfte mit den Klamotten versorgt, richtig? Nee, die Geschäfte habe ich noch gar nicht versorgt. Ich habe oben alles dekoriert, unten alles dekoriert und so. Ja, die andere Quest nimmt er jetzt erst an. Ach so. Oh, Tanja, das ist ein Mann. Der geht nicht so schnell. Sagen, also. Ich habe die mal alle angenommen und dann habe ich das erst alles erledigt. Er konnte es ja vorher nicht annehmen. Du kannst dich jetzt erst annehmen. Nee, ja, die Geschäfte konntest du erst jetzt annehmen. Okay. Quasi, ich bin gleich voll. Es waren 3 Aufgaben, die du also Anfang nehmen konntest: die Pakete runterholen. Genau. Und dann das Aufhängen. Das waren die 3 Sachen. Und danach erst kannst du nochmal 3 Aufgaben annehmen: das von den Geschäften. Oh, ich bin jetzt voll. Jetzt bin ich voll. Voll. Soll ich jetzt mal sagen, zu viele Informationen? So, jetzt spreche ich mal. Ich bin mal kurz, ich muss mal Steffen kurz mal eine Sprachnachricht schicken. Mach mal. Wieso denn Steffen? Ich schreibe doch mit ihm gerade. Ja, wo denn noch? Aber wenn wir ihn jetzt alle stören, dann... Oh nee, ich hab keinen Bock. Die nerven ja jetzt schon. Echt jetzt? Die Tischen auch noch putzen. Oh, ich habe mir eine neue Hose gekauft. Glückwunsch. Danke. Ich finde das Zaumzeug nicht, was ich jetzt dahin packen soll. Bin ich dumm oder sehe ich das im Inventar nicht? Wo ist der Haus? Das ist ja mein eigenes hier. So, ich habe mal gequatscht mit ihnen auf der Dingsbums da und so. Und? Und was sagt er? Ich hab noch keine Nachricht erhalten. War ja auch nur Spaß. Satyr, lass das. Ich will dir nur Moos reinpacken, wenn du attackierst mich. Oh. Er rennt lieber weg. Ich hab kein Zaumzeug. Ich sehe, oder sehe ich das nicht im Inventar? Bin ich blind? Ja, da gab's aber auch noch einen Bug davon. Bin ich nicht irre. Ach, hier oben, oder? Da ist es doch, Mann. Da ist einer gekommen. Ich guck mal kurz. Hier ein Kuchen. So. User was moved to your channel. Hast du gefragt, ob das du wolltest? Hallo? 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 Hab ich dich aus Versehen gezogen jetzt, oder? Ja, ja. Du siehst einfach so, Dennis. Ja, das war. Ja, achso. Weil ich euch nicht sehen konnte. Weil ich wusste nicht, dass das? Ah, das ist Lara! Ach, siehst du? Das ist, hallo Lara! Ich hab noch nicht erkannt. Mach Sachen! Also. Lol. Ich hab dich jetzt auch nicht an der Stimme erkannt. Ich auch nicht. Siehst du? Ja, ich also hänge halt am Telefon, so wie wenn ich telefonieren würde, ne? Mhm. Ich durfte, also ich durfte, ja, Lara? Ja, ja, du durftest. Schön, darfst du uns anrufen. Danke. Ja, aber du kannst auch das normale Headset nehmen, das rote, ne? Dann hast du es bequemer. Einfach reinstopfen. Passt schon. Hast du überhaupt nie keine Rechte? Ich hab nein, hat sie nicht. Ich mach. Nein.
Du kannst ja keine Rechte geben. Nein, kannst du nicht. Das kann nur Herr Olli. Die fliegen danach wieder. Obwohl die anderen, die standardmäßigen Sachen kannst du geben, glaube ich. Sag ich doch. Na, wie geht's dir, Lara? Ja, ganz gut. Ich habe nur Muskelkater, ich bin fertig heute. Das Terrain-Training war etwas zu viel für mich. Ich habe mir da etwas zu viel zugemutet, aber das war meine eigene Schuld. Ich hätte ja etwas zurückbleiben können. Das ist gleich übertrieben am Anfang, ja? Ich wollte meine Grenze testen, was die Geschwindigkeit des Laufens angeht. Ja, weil es heißt ja schnelles Gehen, und so. Heißt aber nicht, dass du gleich hier rennen sollst. Ja, ich bin ja nicht gerannt, ich war ja nicht mal die Erste vorne. Oh. Ja, das sind die Leute, die vorne rennen, das hatte ich ja letztes Jahr auch, ne? Das sind die dann zuerst wieder auf dem Zimmer hocken. Es ist so, Lara, ohne Witz. Ja. Das sind die Ersten, die vorne sind oder eine rauchen. Ja, mir ging es auch darum, dass ich schnell Mittag essen kann, dann unter die Dusche hüpfen, um dann nicht total durchgespitzt zu dem Arztgespräch zu gehen. Okay. Weißt du das vielleicht schon? Toll. Was sagst du mir jetzt? LOL. Ja, Dennis hat dich in die Livestream geschickt, also das müsstest du an Dennis dann weiterleiten, ja? Oh ne, entschuldige Lara, das tut mir leid, ich hab's total verdusselt jetzt, für die Vorfreude. Aber es machen, gucken ja so, Bing, bing. Was war das dran? SMS. Das war der Herr Steffen. Grüßchen. Ja, der vermisst uns auch, also. Ja, dann soll er herkommen. Genau. Egal. So, wieso kann ich jetzt die Tante hier nicht mehr? Doch jetzt. Fertig? Mal gucken. Die Lilith. Oh, ich glaub ja. Das nicht, ne? Steffen ist unter die Dampfer angekommen. Nee, oder? Hat das endlich geschafft? Ja. Ich war gerade da gewesen, ja. Der ist auf den Geschmack gekommen. Haha! Ja, ich will ab nächstes Jahr auch wieder anfangen, aufhören zu rauchen. Anfangen aufzuhören, das finde ich gut. Also hier, Saschen, mit der E-Zigarette wieder an. Und dann aktiv, ja. Ja. Jetzt auch nur noch ab 1.1.19. Nein. Setz dir eh nicht um. Wollte ich gerade sagen, weil wenn, dann musst du das. Nein, ich will das am 23. Am 32.12. machen. Ja. Gar nicht. Du Liar! Ein Zeichen dafür, dass das nie tun möchte. Richtig. Genau. So. Na, Steffen ist noch unterwegs. Aha. Muss mir erstmal nur einen Akku besorgen. Die Akkus ist nicht teuer, oder, Lara? Nein. Habt ihr einen Orb im Dampfergeschäft zufälligerweise? In Bad Orb? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Schau mal, weil ich komme hier ohne Auto so gut wie nicht an Akkus. Ich ohne, weiß. Ich, ne? Ich schau mal für dich, okay? Denn sonst hätte ich dich gebeten, eventuell auf dem Samstag mal einen mitzubesorgen. User was moved to your channel. Ja, wer wurde jetzt gemuft? Anni! Anni? Hi! Anni! Ich glaub, das war Anni! Hi, Andi! Nicht Andi! Anni! Anni! Hallo, Anni! Entschuldigung, sorry. Gott, der Kerl, der ist wieder der Hammer. Ja, ich glaube, der ist halt schon nicht mehr der Jüngste, ne? Genau. Und außerdem habe ich heute Blutverlust, ja? Das dürft ihr nicht vergessen. Das war ja nicht gerade ohne. Bitte dich. Ach komm jetzt. Was denn? Hälfte ist schon wieder drin. Also ja, aber ich habe jetzt einen kleinen blauen Fleck, weil die hat da drin gestochert und. Du bist nur einmal gepiesackt worden, Mensch. Nun wein doch nicht gleich, Chantal. Du Memme. Echt mal. Die weißt du, wie lange die mir auf dem Arm gekloppt hat? Ja, und?
Jetzt zurückgehauen! Mensch! Hör mal, was machst du, wenn du eine Mücke auf deiner... eine schöne Faust und macht sie wieder auf, drückt die Faust wieder zusammen... Nein, nein, sie hat so lange raufgekloppt und hat zu mir gesagt irgendwann mal, könntest du mal eine Faust machen? Ja, das macht man vorher. Ja, mach ich. Das ist noch neu, gib dir ein bisschen Zeit, ja. Nein, das war die ältere Lager. So, und dann habe ich noch Nupsia auf den Körper gekriegt, weil sie noch EKG gemacht haben. Also die saugen sich ja fest. Mhm. So. Wo ist eigentlich das Tanja? Ich bin noch im Shop und gucke Olli auf den Finger jetzt. Hier sucht die, so kann jetzt nicht mehr zuschauen. Schönen Abend noch und was? Noch meine Freundin hat mich angerufen. Ja, viel Spaß. Und Fortler schreibt, ei, guten Darm. Guten Darm? Guten Darm? Darm. Guten Darm? Ja, gute Nase. Ja. Ja, ist gut. Ja. Ich wünsche dir auch einen guten Darm. Wahrscheinlich guten Abend, oder? Guten Mit Darm. Sicherheit guten Abend, aber ich muss dann einfach sagen, gute Blase. Gute Blase, genau. Apropos, Nettie, was ich vergessen habe, zu kaufen? Was zu trinken? Nein. Tee. Dum, dum, dum. Tee, willst du was von mir haben? Ja, was hast du denn so? Ich habe Magenmild, ich habe Gute Nacht, Magenmild, ich habe Muntermacher, Keep Calm und Ruhe und Kraft. Keep Calm ist dann so der Relaxte, ne? Da ist sicherlich irgendwas. Genau. Keep Korn? Korn wie der Korn? C-A-M. Achso. Ah, okay. Okay. Keep Calm. Calm, schon klar. Aber akustisch kam Korn an. Wie Schnaps. Immer das, was man hören will, ne? Ja, genau. Ja, ja. Richtig. Naga, was ist denn bei euch bei dir noch an Ort in der Nähe? Wächtersbach? Zum Beispiel? Weil in Orb kannst du es vergessen. Anja, kannst du auch so schön kreisen? Mhm. Ich bin schon ganz rund. Wohin kommst du? Ich muss mal wechseln. Seite wechseln. Sonntag. Cool! Mittagessen. So, ich glaube, ich bin fertig mit dem Quest. Oh, Achtung, deswegen hatte ich ja an Schatzi einen Essenswunsch geäußert. Das hat er uns gar nicht erzählt. Den hat er noch nicht erzählt. Nein. Das dachte ich mir. Ach, das ist der Ausgang, den wir hier anzeigt. Achso. Ja, komm. Kartoffelklöße, was? Rotkohl, ne? Und Ente dazu. Nein, einfach nur ganz locker flockig Frikadellen mit Kartoffeln und Gemüse. Cool! Also Buletten. Also Buletten. Ah, das ist doch viel zu leicht, oder? Emsklötze, lecker. Wenn du schon mal da bist, dann muss doch was Spezielles gemacht werden. Ja, Buletten? Nö. Ich meine, klar, Buletten hätte ich heute auch essen können, aber wollte ich nicht. Ich hätte auch heute Schnitzel kriegen können. Okay. Boah. Es gab sogar heute zum Abendessen nochmal die Reste von heute Mittag. Ich finde das so geil, wie die hier die Sachen verwerten. Cool. Die Nudeln, die mittags übrig bleiben, die werden abends zu einem Nudelsalat verarbeitet. Geil. Ich, ey, wo muss ich hin? Hammer. Ich finde das richtig, richtig geil, wie die das hier machen. Da bekommt man ja schon gleich wieder Hunger. Ja, ja. Also hier ist das Essen echt Wahnsinn. Schatz. Du Schatz, ich hätte die Beine angebumst, ja? Ja, ja, ich bumst zurück. So, nur zur Info, ich habe keine Weihnachtsquest mehr, jetzt bin ich wirklich alles durch. Und ich glaube, bevor ich jetzt noch irgendwas Neues anfange, lasse ich das jetzt hier so als Weihnachtsfolge stehen und mache dann in der nächsten Folge was Richtiges. Ja! Ja! Und ja, wenn ihr Lust und Laune habt, nachher, gleich in ein paar Minuten, so um 20 Uhr, kommt dann LS19 und wie gesagt, um 22 Uhr erklären wir euch, was Hackepeter Currywurst mit Niesen. Mit Niesattacken zu tun hat. Ja, richtig. Was lacht ihr denn da? Euch auf jeden Fall einen schönen Abend und vielleicht bis später. Bis dann. Tschüss. Ciao, bis dann.